So, da sind wir wieder. Die zweite Mission. Wir starten. Waldläufer! Komm näher, wenn du die schwarze Hand suchst. Diese Sklaven flüstern nichts als Lügen in dein Ohr. Oh, doch wenn du mich befreist, wird Ratbeck dir alles verraten. Was solltest du wissen, was all diese toten Orks nicht wussten? Tu es doch, du Mistkerl! Tu es! Ich sterbe und du erfährst nichts! Vielleicht erfülle ich dir diese Bitte. Beende dein erbärmliches Leben. Nein. War nur Spaß. Oh, diese Sklaven sind machtlos gegen die Ork-Armee. Ihr Plan stinkt wie ein fauliger Fisch. Doch Ratbeck kann nicht die Tricks der Orks lehren. Mit Ratbeck kann der Plan gelingen. Wir finden schon raus, was du weißt. Okay. Lücke, er hat zwei Stärken und Schwächen. Seine Furchtung muss ihn Feigling werden. Wenn du ihn mit einem Garagor konfrontieren kannst, kannst du ihn jetzt an der Stärkung verlieren und dann das Ziel werden. Okay. Ja. Dein Problem, Waldläufer. Sind die Häuptlinge. Sie sind starke Anführer. Wenn ihnen nun etwas zustoßen sollte, dann könnten sie deinen kleinen Aufstand nicht niederschlagen, nicht wahr? Ich werde sie schon finden. Wie? Sie sind hier nicht gerade sehr geschätzt. Und das wissen die. Und du kannst sie finden? Oh ja. Ratbeck wird dir den Weg zeigen. Mir. Ich helfe dir. Lass mich das hier nicht bereuen. Fabelhaft. Wir haben jetzt genug getrödelt. Zuerst muss ich mich um einen gewissen Hauptmann kümmern. Und um ein paar Karagor. Komm mit mir, Waldläufer. Na gut, dann helfen wir ihm halt. Du kannst ihnen nicht trauen. Die Sklaven fallen dir in den Rücken. Uruks stechen dir wenigstens in den Bauch oder in den Hals. Wir haben ähnliche Ziele, Waldläufer. Du willst den Hauptmann töten und jemand muss seinen Platz einnehmen. Jemand wie Ratbeck. Ja, dann komm doch. Also hat Gorod das Sagen? Im Lager, ja, aber er ist kein Häuptling. Sie unterstehen direkt der Schwarzen Hand. Ich zeige es ihnen allen, wenn ich im inneren Zirkel der Schwarzen Hand bin. Hauptmann zu werden ist nur der erste Schritt in Ratbecks Plan, Häuptling zu werden. Dann tritt ihm besser ordentlich in den Nacken. Ja. Also, ich darf jetzt nicht verstecken. Hast du dich befreit, Abschaum? Schildträger werden Frontalangriffe ab und müssen von hinten angreifen. Ab und müssen von hinten angegriffen werden. Drücke in der Nähe von das Kreuz, um über ihn zu springen. Welche noch? Okay. Fand den Waldläufer, nicht mich! Er ist ein einfaches Ziel. Sein Schwert ist gebrochen. Vergesst den Abschaum und stellt euch mir, Uruks! Ach so, okay, also anstatt zu blocken. Okay, chill! Nicht mich! Das Fleisch des Waldläufers ist viel zarter! Zeit zu sterben! Ah.
fuck. Ich mach die spitzen Dinger nicht in mir stecken haben. Oh, die werfen. Okay, okay. Ich habe ja praktisch zwei Leben. Okay. Was? Ach nee, ich muss den Typen beschützen. Oh, wie nervig. Oh, so nervig. Hast du dich befreit, Abschaum? Folg den Waldläufer, nicht mich! Er ist ein einfaches Ziel. Sein Schwert ist gebrochen. Vergesst den Abschaum und stellt euch mir, Uruks! Wie könnt ihr überleben? Lass ihn mich töten. Ach, komm on. Tötet sie nicht. Blut und Gewalt. Och Mann, ey, das ist so nervig. Diesmal nicht, Freundchen. Würde es nicht. Sehr gut, Waldläufer. Nun stell dir die ganzen Leichen als Gorath vor. Stell dir dein Ziel vor. Gorath will Redback schon lange ans Leder. Er ist ein dummes Stück Dreck. Wir bekriegen uns schon seit Redback denken kann. Aber Redback gewinnt nie. Letztens hat der Redback in den Karagor-Käfig gestoßen. Alle lachten, als der Karagor Redback herumgeschleudert hat wie ein Wollknäuel. Dafür wird Gorath büßen. Dieser Drecksack wird büßen. Gorath hält sich Karagor in Käfigen. Möglicherweise kommt er ihnen nur ungern zu nahe. Lass mich raten, du denkst, ich sollte die Käfige öffnen. Gorath ist immer da drin. Geht nie raus. Nie. Will man den Checkpoint holen? Nein! Geh runter. Geh runter! Geht doch. Speichern! Geil! Eine Zitadelle aus alter Zeit. Ja, juckt mich nicht. Habe ich gerade Schaden bekommen, Nene? Versteck dich. Ich sorge für die Absetzung deines Hauptmanns. Guter Plan. Du tötest, ich warte. Das ist militärisches Genie. Hauptmann Gorath ist erfahren. Die Vorfreude macht mich ganz aber nicht. Der Zauber der Rache. Ja, noch mehr konnten sie nicht finden. Oder? Oh, daneben. Ah, ich will jetzt nicht mitten im Kampf. Der Controller leer wird. Okay. Vielleicht hätte ich alle anders töten sollen, also. Aber egal, so macht es mir Spaß. Ah.
würde Alarm. Ach. Muss ich jetzt noch mal. Legen wir einfach Fallen aus und locken die Kreatur hinein. Was war das für ein Geräusch? Komm her. Du solltest hier eigentlich nicht gefunden haben. Unsere Krieger verdienen mehr Anerkennung. Tu nicht so, als wäre es. Du hast es auch gesehen. Was ich sehen konnte, sah irgendwie nicht sehr bedrohlich aus. Okay, hier sollten die mich nicht sehen können. Oder? Ich hasse es, wenn du von der Jagd zurückkehren. Wir hätten uns nicht von diesen kleinen Geschöpfen in den Büschen ablecken sollen. Nicht zu glauben, dass es wieder entkommen ist. Es schnüffelt uns schon eine ganze Weile hinterher. Es kommt schon wieder. Ja. Okay. Das scheint mir ein guter Ort für ein Nickerchen zu sein. Gorod wird dich töten, wenn er dich schlafen sieht. Gorod kommt nie hierher. Er bleibt immer nur am Jagdlager. Gorod ist im Jägerlager. So viel dazu, dass er immer am selben Ort bleibt. Zieh dich hoch. Ein Hauptmann, der seine eigene Bestie fürchtet. Furcht ist ein starkes Werkzeug, Talion. Schicken wir Gorod an die Arbeit. Wenn er an ihm klebt, das war unseres. So. Hab unseren Anführer schon ewig nicht gesehen. Wo versteckt er sich? Hat sich irgendwo gemeinsam mit den ganzen anderen Maden verkrochen. Der schlimmste Anführer, den wir je hatten. Hey, beruhige dich mal. Wenn er es zu hören bekommt, schickt er die Henker bei uns vorbei. Puh. Schnell hier hoch. Kein Karrer wurde zugleich gefangen. Mit meinen bloßen Händen. Ich habe ihr Genick mit bloßen Blicken gebrochen. Ja, neuer Checkpoint. Mein mir unbekanntes Haus der Elben. Ist dies nun mein Erbe? Ich bin Gorod. Kein anderer Uruk weiß so viel über Karagor. Fähigkeit. Ach komm, dann machen wir. Stimme. Na, weiß nicht, ob sich. Nein, jetzt habe ich mich verdrückt. Egal. Egal, das hätte ich eh. Theoretisch. Nein. Wieder hoch. Und jetzt. Ah, okay, dann kletter einfach runter. Wir sind nah dran. Welcher von diesem Abschaum ist Gorod? Habin.
Bitte schnell! Noch ein Versuch, Trottel! Was für Trottel? Vergiss das, Waldläufer! Du bist tot. Ja. Der ist weg, würde ich sagen. Okay, Hardbug ist aufgestiegen. So wie geplant. Hey! Ihr zwei! Schleppen wir diese Leiche zurück zum Zelt. Ich hol mir eine Belohnung. Verzieh dich, Abschaum. Wir folgen nur den Befehlen von Gorath. Er ist die stinkende Leiche, die ihr tragen sollt. Jetzt los, los. Halt dein Schandmaul. Zeigt etwas Respekt, ihr garstigen Wirrwarr. Sonst schneide ich euch die Ohren ab. Redback ist jetzt euer Hauptmann. Das muss ich mir ansehen. Ja, wenn ihr damit fertig seid, habe ich noch mehr Leichen für euch. Trefft mich an der Kreuzung. Ein alter Freund möchte dort seinen Kopf verlieren. Der ist gefühlt zwei Köpfe kleiner als die und gibt dem Befehle. Was Auftrag abgeschlossen? Erst werde ich von einem Geist wieder zum Leben erweckt, dann arbeite ich mit einem Ork zusammen. Was kommt noch? Wir müssen die Waffen unseres Gegners gegen ihn verwenden. Die Orks hassen sich beinahe so sehr, wie sie uns hassen. So. Leute, ich würde sagen, das war's erstmal wieder mit der Folge. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.